late in the evening. Lost on the side. Hallo ihr Süßen, schön, dass ihr dabei seid. Und heute mache ich für euch ein kleines, großes Haul-Video. Ich habe in der ganzen Zeit, wo ich keine Videos gemacht habe, natürlich auch ein bisschen was geshoppt. Klar, fürs Seelchen. Und halt, ja, man braucht halt immer mal ein bisschen was. Und ja, da wollte ich euch ein bisschen was zeigen. Und ja, ich kenne nicht mehr von allen Produkten die Preise. Ich versuche natürlich alles zusammenzukriegen, aber ja, zwingt mich nicht. Ich weiß nicht mehr alles. Und ich fange auch direkt an mit diesem tollen Teil hier. Ich hatte ja mal eine Probe davon, also nicht von, von dieser Sorte, aber von einer anderen. Und das gab es im DM für, ich glaube, 3 Euro. Und ja, das heißt Warm Cardamom Nights von Tree Cardamom. Und das gab es auch nur für kurze Zeit. Steht auch da drauf. Und das riecht so nach Winter und ja. Ach, ich finde das so toll. Das riecht so nach... Oh, meine Stimme. Riecht so nach Zimt und ja, weihnachtlich halt einfach. Ich finde das cool. Jo. Ganz schön. Dann habe ich nochmal von derselben Marke. Und zwar Raspberry Kiss. Das hatte ich euch schon mal vorgestellt. Auch für 3 Euro. Ich hatte, wie gesagt, davon hatte ich die Probe. Und das ist mein absoluter Favorit natürlich. Weil das ist so nach Himbeer, Sahne. Ah, ich finde das total cool. Ja. Und da gab es gratis noch eine Körpermilch. Tüdü. Ja. Die haben da so dran. Auch ganz cool. Dann, oh, das ist so cool. Das habe ich aus dem Müller für 2 Euro irgendwas. Und zwar ist es eine Limited Edition von Aveo, eine Body Lotion Berry Bomb. Wenn euch, wenn einige von euch sich an diese Hubba Bubba Kaugummis von früher erinnern können, danach riecht das. Und das ist wirklich, ja. Also es pflegt ganz cool, ganz toll und es riecht halt ganz gut, aber was heißt, es pflegt ganz gut? Also es gibt jetzt nicht wirklich so viel Feuchtigkeit ab wie jetzt, keine Ahnung, Darf oder sonst jegliche Produkte. Ich kann heute nicht sprechen. Aber ansonsten, es riecht halt einfach gut und deswegen habe ich es mir gekauft. Aber ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal kaufen würde. Keine Ahnung. Dann habe ich gekauft eine neue Haarpflege von Dove Oil Care Nährpflege. Finde ich auch ganz cool. Auch für 2 Euro oder 1 Euro noch was. Kann sein. Und das riecht halt, wie Dove halt riecht. Nach Dove. Ja. Und da habe ich auch da habe ich auch hier die Spülung dazu. Und dann habe ich diese Dinger hier gekauft, weil ich finde das immer ganz cool. Also für zwischendurch 1 Euro, glaube ich, noch was. Duchess, auch von Müller. Ja, finde ich ganz cool. Und die Darf-Sachen waren übrigens auch von Müller. Dann habe ich, das war in einem Bundle mit einem Rasierer enthalten, die Nivea Body Milk in Dusche. Und am Anfang war ich nicht so davon überzeugt, aber ich werde die mir auf jeden Fall nachkaufen, weil die ist cool. Also man trägt die nach dem Duschen in der Dusche auf und dann wäscht man es wieder ab und dann ist man sofort eingecremt. Es ist praktisch, es geht schnell und man kann sich direkt danach wieder anziehen. Finde ich cool. Cool, cool, cool. Und dann habe ich mir natürlich noch von Dove eine Pflegedusche besorgt. Auch in Müller. Und das Nivea-Zeugs war auch in Müller. Das hat in diesem Bundle, glaube ich, 4 Euro gekostet. Oder 5. Und ja, die Pflegedusche,
ich glaube auch 1 Euro oder 2 Euro noch was. Auch in Müller. Dann, weil ich momentan oder sowieso immer total auf diese Duftöle stehe, habe ich mir jetzt diese Schoko-Minze-Duftöl im Müller. Na, fokussiere doch da. Dieses Schokominzeöl im Müller geholt für ein paar 90 Cent oder so oder 1 Euro noch was. Egal, ich mache es jetzt nicht auf. Ich weiß, wie es riecht. Es riecht wirklich nach Schoko und Minze. So ein bisschen wie After Eight, nur süßer. Und dann habe ich noch mal ein Öl Vanille Grapefruit. Und das riecht auch süßlich. Also nicht wirklich so krass nach Grapefruit, sondern eher süßlich. Ja, ja. So, dann habe ich mir heute was gekauft. Das war in einem Bundle. Also was heißt, in einem Bundle war das nicht, aber ich musste mir das einfach kaufen, da komme ich gleich noch zu. Das muss ich mir jetzt gerade erstmal raussuchen. Das hätte ich schon vorher machen können. Ja, aber ihr kennt mich ja, wie ich bin. Ne? Das ist einfach. Ich glaube, das war's. Nein, dann habe ich noch ein Lipgloss. Ich bin gleich wieder da für euch. Okay. Ich bin gleich da. Oh mein Gott. Fail. Ja. Genau. So. Und zwar hat. Von welcher mal? Ah, von Essence, genau. Die haben jetzt gerade eine neue Linie. Und zwar heißt das Hidden Store. Und ich, das ist so Fantasy, will ich nicht unbedingt sagen, märchenhaft angehaucht. Bisschen Glam Glam und ja. Und da habe ich mir hier so einen Metallic Lack Nagellack geholt. Das ist mal vielleicht hier noch nicht ganz so gut. Oh mein Gott, ich krieg die nicht auf, Leute. Oh mein Gott. Gibt es hier irgendwie eine spezielle Technik? Okay. Er ist offen. Sieht bestimmt ganz cool aus auf den Nägeln. Also mache ich mir demnächst mal. Und dann, ja. Sieht das bestimmt ganz cool aus. Ich glaube, der hat 10 Euro noch was gekostet. Wie gesagt, ich weiß das nicht so genau. Und das ist ein Lipgloss. Auch von diesen Hidden Stories. Ui. Der ist so durchsichtig, glitzermäßig. Voll cool. Ja, die Preise sind so bei 1 bis 2 Euro. Ich kann das jetzt nicht alles so wiedergeben. Und dann habe ich noch einen Mascara-Topper. Also, das ist anscheinend, wenn man die Mascara aufgetragen hat, für aufsehenerregende Glitzerakzente. Mascara-Topper auf die Spitzen der getuschten Wimpern auftragen. Das heißt, man macht eigentlich seinen ganz normalen Mascara drauf und dann so, macht man das hier noch mit drauf und dann glitzert das so ein bisschen. Es gab übrigens auch noch so ein Spray, Lack, irgendwas für die Haare, aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Dann wären die so in dem Ton gewesen und ich weiß nicht, ob mir das so gestanden hätte. Dann hätte man das auch wieder auswaschen müssen. Und, dann habe ich noch ein Soft Eyeshadow. Eyeshadow, genau, Eyeshadow. Auch davon. Ich glaube, da ist man total in diesem Silberrausch. Ich weiß noch nicht, ob mir das gefällt. Schauen wir mal. Und dann das Blush, das fand ich so geil. Es gab noch ein anderes. Aber, nee, ist sogar ein Highlighter. Aber ich fand das von der Farbe her besser als das andere. Das andere war so einfarbig und das hat so Akzente, finde ich. So Akzente drin. Okay, das kriege ich jetzt irgendwie nicht auf. Vielleicht, na, das habe ich nämlich heute erst gekauft. Und vielleicht sollte man erstmal
das runterfriemeln. Also diese, das ist mit so einem Tesastreifen verklebt. Dass sie das immer so zupapsen müssen. Ach, das ist doch ärgerlich, sowas. Okay, jetzt probiere ich es mal, ob ich es aufkriege. Nein. So, aber jetzt. Bitteschön. Unspektakulär. Ich finde, das sieht toll aus. Also besser als das andere. Jo. Dann hatte ich noch. Ja, da. Ich bin am Suchen, Leute. Oh mein Gott, ey. Genau. Das war auch eine Linie, die vor einer Zeit hatten. Ist noch gar nicht so lange her. Müsste es aber eigentlich auch noch geben im DM. Auch von Essence, Good Girl, Bad Girl. Jo. Und einmal hier. So. Ich hab mich getan. Das sieht ganz cool aus, das Blush. Und davon gab es auch ein Parfüm. Und das riecht so toll. Ja, wie man sieht, ist es ja auch schon fast leer, ne? Das finde ich aber echt cool. Das riecht echt... Ah, wenn ihr das noch bekommt, dann probiert das mal aus. Das ist... Ich weiß nicht. Das erinnert mich an irgendeine Marke. Das ist auch ganz cool. Jo, und dann gab es natürlich hier noch den Lipgloss, den ich allerdings nicht so toll finde. Also so sieht er ganz gut aus, wenn er da drin ist, aber wenn man den auf der Lippen hat, ja, weiß nicht. Ist nicht so mein Fall. Er schmiert so, finde ich. Ist nicht so toll. Dann gab es auch in der Vorweihnachtszeit hier habe ich auch noch von Good Girl, Bad Girl Eyeshadow. Ja, auch schon ausprobiert. Ja, finde ich auch ganz cool. Das ist ganz gut, das kann man sich kaufen, ruhigen Gewissens. Und dann gab es auch von Essence, ich habe es momentan mit Essence, das ist absolut meine absoluten Lieblingsprodukte sozusagen. Ich glaube, aber das war eher so im Herbst. Nur ich habe es halt erst später gefunden. Entdeckt von Essence Hello Atom. Hallo Herbst. Das sind so bräunliche Farben. Gedeckte Farben. Ja. Ganz schön. Aber das Tollste finde ich sowieso den Blush. Also ich finde den geil. Na, der sah mal besser aus, aber der hat so kleine Blätter und ich habe den auch gerade drauf, wenn man das sieht. Ach, das Licht ist scheiße. Aber egal. Der sieht cool aus. Der schimmert so golden. Finde ich cool. Und dann gab es noch ein Kajal. Auch von Hello Atom, von Essence. Und dann ist hier noch so ein kleiner Pinsel dabei. Ja, auch schon ausprobiert. Und hier der Kajal in Braun. Das Licht ist doof, ne? Ja. Wir werden es wohl so gebacken kriegen. Und weil ich es ja nicht lassen kann, weil ich ja dachte, also weil ich finde, dass das eine Parfüm, was ich euch gerade gezeigt habe, so toll riecht, muss ich natürlich die anderen Parfüme ausprobieren. Und deswegen habe ich mir auch noch von Essence Party of My Life. Like the Party of My Life gekauft. Ja, das ist auch cool und das riecht auch ganz toll. Ja, die erinnern mich an irgendeine Marke, wie schon erwähnt. Und dann habe ich noch das Kiss. Ja, das ist, glaube ich, nach Good Girl, Bad Girl mein Favorit. Ja, das riecht auch hammer geil.
Das war's von dieser Linie. Oder habe ich noch was von der 5? Das habe ich mir heute gekauft. Das riecht auch ganz cool. Auch von Essence, auch ein Parfüm. Like a Million Miles Away. Das ist das. Und die Parfüms kosten so um die 2 Euro. 2,50 Euro glaube ich sogar. Aber das ist noch erschwinglich. Und dann habe ich... Ah, von Hidden Stories, genau. Ich habe mir beide gekauft. Okay. Auch das ist auch so ein Blush. Oh, jetzt fängt die Friemelei wieder an, Leute. Ich hab's heute wirklich. So. Okay. Zack. Zack. So. Bitteschön. Und das sieht auch ganz cool aus, finde ich. Auch im Müller. Eigentlich habe ich alles aus dem Müller. Bis auf die zwei Duschgel-Dinger da. Und oi, das musste ich haben. Das sieht so toll aus. Das ist Essence, auch von Essence, Come to Town. Cream Blush. Das sieht so aus. Wow. Heftigst. Aber das ist zarter Cremepuder für Molierung mit den Fingerspitzen auftragen. Okay, darin bin ich jetzt noch nicht so geübt, aber naja, man kann ja immer dazulernen. Ui, dass die immer so ein Gefriemel machen müssen. So. Oh, da hat sich wohl schon jemand bedient. Das habe ich nicht gesehen. Naja. Egal. Werde ich von sterben. Und dann habe ich mir heute noch den Lipgloss gekauft. Für 1,95 habe ich sogar noch einen Preis. Der war runtergesetzt. Keine Ahnung warum. Auch von Essence. Like a Unforgettable Kiss. Ich glaube, das ist war vielleicht in einem Bundle zusammen mit diesem Parfüm. Könnte ja sein. Und den habe ich noch mal nicht aufgemacht. Ich habe noch gar nicht dran gerochen. Mal gucken. Ja, riecht süßlich und hat halt so einen Glitzer, ja, bisschen Sweetie-Effekt, finde ich. Girly-Girl-Effekt. Girly-Girl-Effekt. Ja, so ein bisschen braves Mädchen, finde ich. Kleines Mädchen, keine Ahnung. Ich laber heute scheiße. Dann habe ich mir ein neues Deo gekauft. Normalerweise stehe ich nicht so auf Haar. Normalerweise bin ich eher so der Playboy-Deo-Typ. Aber heute musste das von Fahr herhalten, weil ich fand das auch ganz gut vom Geruch. Ja, das heißt Glamorous Moments, edler Duft. Naja, mich erinnert der Duft eher an irgendein Parfüm, was ich auch irgendwann mal gerochen habe, aber auch nicht mehr weiß, wie das heißt. Das ist cool. Schade, dass es keine Duftübertragung gibt. Ja, die Preise von Fahr, ich weiß nicht, ob die jeder kennt. Keine Ahnung, 1,69 Euro oder so. Ja, das ist auch ganz gut. Dann habe ich mir nachgekauft von Catrice. Das habe ich immer im DM gekauft. Mein Light Reflecting Concealer. Das ist ja mein Must-Have. Den brauche ich ja immer. Ah. Jo. Ja. Der ist cool. Den mag ich. Den kaufe ich mir auch immer wieder, glaube ich. Das ist echt fett. Und dann habe ich mir auch wieder nachgekauft von P2 Luxurious Eyeliner Pen. Weil mit dem kann ich eigentlich am besten umgehen. Ich finde den echt cool. Ja. Den habe ich wieder gekauft. Ja, fällt alles um. Und dann habe ich mir wieder nachgekauft von Essence Soft Touch Mousse Make-up. Das habe ich euch ja schon mal vorgestellt. So.
Dann kommen wir zu dem letzten, was sich hier drin verbirgt. Ist das alles gewesen? Ja. Huch! Ah, da ist was geflogen. Ja! Ja, jetzt fällt gleich die Kamera um. Und zwar von Essence, auch von Hidden Story Pixie Dust, wo ich aber nicht so richtig weiß, für Lippen, Nägel und Körper. Das ist anscheinend so ein, ja, Glitzer, Puder. Huch, das hätte ich bei den anderen Sachen schon gezeigt. Zack. Ja, das ist so ein Glitzerpuder. Hui. Sieht aus wie ein Salzstreuer. Ist ja cool. Tatsache, das sieht aus wie ein kleiner Salzstreuer. Und so wie ich mich kenne, fällt das gleich hier alles. Ha! Ist das fett, Leute? Das ist ja cool. Dann kann man das so streuen. Was nicht alles gibt. Ja. Dann kann ich ja glitzern. Mal gucken. Dann habe ich eine neue Mascara gekauft, was ein absoluter Fehlkauf war, meiner Meinung nach. Das ist auch von Essence Lash Felsch Lash Mascara. Waterproof Mascara für unglaublich Volumen und falsche Wimpern-Effekt. Keine Verklumpen, wasserfest, verträglich, augenärztlich bestätigt. Ich habe den gerade drauf. Falsche Wimpern-Effekt, Leute. Nicht so wirklich. Ich finde ihn auch absolut blöd beim Auftragen, muss ich sagen. Also, er gibt nicht wirklich Farbe ab. Man muss 10.000 Mal tuschen, bis da überhaupt mal was kommt. Und irgendwie, er schmiert so irgendwie so. Weiß ich nicht, er ist total pumpig. Wisst ihr, was ich meine? Nicht, aber er hat so eine tolle Gummibürste, deswegen werde ich ihn weiter benutzen. Naja. Also, den kann ich nicht empfehlen. Dann habe ich bei einer anderen YouTuberin gesehen. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Auch von Essence das Plump No Clump Deep Black Volume Mascara. Und der ist echt gut, weil der klumpt wirklich nicht. Und ja, Mascara für extra langes Volumen, ohne die Wimpern zu verklumpen, extra tief schwarz, Verträglichkeit augenärztlich bestätigt. Und ja, wie gesagt, der klumpt nicht, er gibt gut Farbe ab und verlängert die Wimpern schön. Und der hat irgendwie eine voll coole Bürste. Ist auch so eine Gummibürste, aber die ist so irgendwie so breit. Ja, auch ganz cool. Gut, damit werden wir auch schon wieder am Ende. Ja, das war ein Krankenwagen. Und ich verabschiede mich hier an dieser Stelle und ich hoffe, dass euch mein Video mal wieder gefallen hat. Wenn nicht, Daumen runter. Wenn ja, Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, dann könnt ihr mich ja hier abonnieren. Und ja, dann könnt ihr mir noch folgen auf Facebook und Instagram. Und ich würde mich jetzt verabschieden und sagen, ja, bis zum nächsten Video. Bis dann, eure Michi. Watching